Gut. Oh, Tyon ist 10. Dann, Tyon, du darfst jetzt Ogre sein. Du darfst jetzt Ogre spielen. Yes. Rüsten wir nochmal alle neu aus. Bam. Bam. So. Schwupp, schwupp. Sehr schön. Karte. Möglich. Yes, yes. Da müssen wir noch hin, ha? Huh? Gehen wir mal an russische Tatsachen mal die Quest aus, weil ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Auf aktiv setzen. Und dann teleportieren wir zumindest schon mal in die Nähe davon. Aber wo schickt er uns denn gerade hin? In welche Richtung? Der schickt uns unten rüber. Okay. Good to know. Ich finde die Blitzfechter-Bots scheiße. Die kriegen fast immer sofort die Aggro. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ich glaube, du spoilerst mich gerade schon wieder, lustig. Pretty sure. Geh mal hier an. Vielleicht ist es von da aus richtig. We could do with some food. Pop up. Haben wir was zu besprechen? Nope. Wie viel Level könnten wir denn aufsteigen? Ich mach's nicht, aber ich will mich trotzdem mal gucken. Okay, wir könnten 31 erreichen. Aber wir sind keine 31er, deswegen lassen wir das. Haben wir neue Juwelen, die wir herstellen können? Sieht schlecht aus. Yes, okay. Gucken wir mal. Ich habe momentan nichts gekocht, sondern nur von einem Dingens. Von der Kantine gekauft. Deswegen lass mal gucken, was können wir denn kochen. Ist nicht so, nichts so cooles bei, dass ich mir sage, hey, das muss ich unbedingt kochen. Ne, die Klasse hast du schon. Diesmal habe ich drauf geachtet. Okay. Ah, danke. Da lang. Oh. Schwupp. Ja, ja. Leute, wir hauen ab. Abhauen. Oh, so flauschige Gegner habe ich noch gar nicht besiegt, ne? Die sehen cute aus. Ich laufe einfach mal dem Ding hier nach. Die erste neue. Ah, okay. Aber was für Bots? Also, keine Ahnung, was Blitzfechter-Bots sind. Nie gesehen. Whatever this is. Check das Kleidung waschen nicht. Bei mir ist die Kleidung nicht dreckig. Die werden immer so ein bisschen schmutzig. Also nicht nur die Kleidung, sondern auch im Gesicht und so. Da kriegen die so ein bisschen Staub, sag ich mal. Und bisher habe ich das Gefühl, das bringt nur, dass man in den Cutscenes sauberer aussieht. Ich glaube, mehr nicht. Ich glaube, mehr bringt das tatsächlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nachher noch so ein paar Nebenquests gibt, wo man sauber sein muss oder so, um irgendeine königliche Hoheit zu treffen oder whatever. Aber so viel Sinn macht es Tatsache echt noch nicht. Okay, wir holen uns erst den Nachschub. Ich hoffe, da hinten ist ein riesiges Chuck-Chuck in dem Ding. Ansonsten lohnt sich das gerade gar nicht, dass wir da hingehen. Kleidung sieht aus wie vorher. Nein, 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 nein. Da sind zwei Staubkörner drauf. Die werden dann weggemacht. Wir können mal ranzoomen. Ich kann mal gucken, ob ich. Ja, ich glaube, hier nämlich Tatsache gerade auch nicht wirklich dreckig, oder? Oder? Ja. Nicht so. Ich bin nicht wirklich dreckig. Level 20er. Hallo. Ansonsten, wie war euer Dienstag so bisher? Ihr lasst mich einfach öffnen, ne? Ihr wollt gar nicht kämpfen. Ach, ihr wollt kämpfen? Okay, ja, komm. Bam, bam.
Komm, mach mal Synchro. Die Typen sind eh. Passt am Dead. Passt also. Bam, bam. Wir können ja währenddessen auch mal mit den anderen. Hopp, hopp, hopp. Sie kenne ich nicht mehr, da ja, also dieses Wüstengebiet wollte ich auch noch am Anfang gar nicht hingehen, weil hier starke Gegner waren, aber inzwischen ist das schon das zweite Mal, dass wir hier sind. Sieht also hübsch aus. Oh. Ganz angenehm. Das ist gut zu hören. So, klopp, klopp, Mr. Nachschub, Abwurf. Let's open you. Was kriegen wir denn da? Leave the muscle to me. Schützengurt, Ätherzylinder, Edelstein, Edelstein, Eisstirnband, elastisches Fußband, Arbeiterhut. Viel Ausrüstung, viel Ausrüstungsgegenstände. Wenn wir 30 sind, ist das gar nicht mal so schlecht, weil wir haben dann ja einen neuen Platz für Ausrüstung. Ich würde trotzdem gerne mal gucken, was das denn für Ausrüstungsteile sind. So. Ausgeteilten Schaden an Maschinen, in Räumen, Crit. Oh, Critrate ist gut. Wassermonstern, Ausweichrate, wenn KP niedrig sind. Okay, den Rest hatten wir schon. Well, good to know. Glutmörser. Oh. Da unten ist wieder ein Item. Ich möchte eigentlich sehen, welches Level der riesige Fisch da ist. Ich sag 89 ist der. Können wir leider nicht gucken. Oh, vielleicht jetzt? Ja, okay. Ach, zwei Level daneben. Okay, Leute. Zum Glück kommen wir ja. Wir haben doch gelernt, wie man hier rauskommt. Hallo? Haben wir nicht gelernt, wie man so Dinger übergeht? Okay, danke. Bin wieder zum Start zurück. Wir sind auch einmal zu Colony 9 nochmal gegangen, um die ganzen Quests zu machen. Da sind wir auch gerade bei. Tatsachen. So ein paar Nebenquests. Was? Ich verwirrt ist, dass lila legendär und gelb selten ist. Bei mir war es auch immer andersrum, eigentlich, in allen Spielen. Ich verstehe auf jeden Fall die Verwirrung, Lulstick. Da finde ich, hätten sie auch andere Farben machen können. Die hätten auch, gerade wenn es eh nur so wenig Farben gibt, hätten sie auch einfach Regenbogen oder so für super seltene Gegenstände machen können. Zum Beispiel oder so. I don't know. Gott. Spinny sieht groß aus. Ist auch Level 31, hat viele kleine Mini-Spinnen. Okay, Leute. Untertanenspinnen. Leute, wir fangen an mit den ganzen kleinen Spinnen. Okay, Leute. Konzentriert euch. Ja. Oh, ich vergesse mal, dass der zwei Angriffe macht. Okay. So. Okay, weiter schön die Untertanen spinnen. Oh, ich hab vergessen, meine Fusionsart zu machen. Hup. Hup. Nein. Den da, genau. So. Zack. Wir haben noch einen Gegner hier hinten irgendwo. Nee, warte mal, wo ist denn? Ah, da ist noch ein. Ein Gegner. Den da. Schwupp. Kokon? Okay, irgendwann hört das dann wohl auf, ha? Schwupp. Auch die Items, danke. Mm-mm-mm.
Auto-Attack. Das ist das. So. Ich glaube, das ist bisher der stärkste von den Gegnern, die wir hatten, ne? Bam, bam. Oh, Kokon wieder. Oder konzentriert euch einfach aufs Heilen. Bam, bam. Bam, bam. Und dann noch das hier. Wir haben Zweier-Synchro gerade. Ich glaube, Synchro lädt sich echt nur auf, wenn man Fusionstechniken benutzt, ne? Nice, okay. Apropos Fusionstechniken. Wir sind drei. Das ist sehr gut. Nice, getoppelt. War ein bisschen bad gespielt. Wir hätten den Tatsache sogar smashen können. Wenn ich es ein bisschen besser gespielt hätte. So. Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen einfach jetzt schon die Angriffskette. Wird schon passen. Wird schon passen. Müsst ihr eh nicht die. Wir müssen nicht so starken Overkill machen, weil wir sind eh gut mit dem Level momentan dabei. Buffen wir uns erstmal wieder. Yes, yes. Oh, wir haben keinen Toppel mehr am Anfang. Mal das hier. Hoffen wir, dass er nicht übertreibt. Ich mach mal Fessel, weil ich glaube, die anderen geben ein bisschen zu viel Taktikpunkte, Tatsache immer bisher. Mal das hier. Jetzt sind wir auf 99. Und dann darf Noah Zielzwang umwerfen. Ich meine, er ist noch nicht am Schwanken, aber wird schon passen. Nice. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen zwei Charakter wieder. Die linken Techniken gehen ja auch ohne Fusion, ja. Aber wie gesagt, ich benutze die meistens nicht so einzeln, weil Fusionstechniken füllen die... Na, wie heißt die Anzeige da? Wenn man sich fusioniert. Und je höheres Level man von dieser Fusion hat, umso besser. Ne, nicht Ketten. Das links, das auch links ist, an der Seite. Was nehmen wir denn? Gegner nicht Abwehr ignorieren. Das klingt doch ganz gut erstmal, nicht? So, Juni. Hau mal drauf. Ja, weiß, was du meinst. Okay, gut. Dann das hier. Auf die 99. Vernichtung, das ist schon mal sehr gut. Uku, schlag mich tot. Und das hier. Ouroboros, richtig. Die sich selbst verschlingende Schlange. So interessant, weil auch in den Xenogear und Xenosaga-Teilen geht es viel um Ouroboros, gerade in Xenosaga. Deswegen ist cool, dass man das, dass das hier wieder aufgenommen wird. Mit Ouroboros. Wir haben schon wieder keine Angreifer. Mann, das. Ich wünschte, wir hätten dann wieder einen Angreifer-Revive bekommen, aber das ist wieder nicht der Fall. Naja, egal. Danach machen wir halt nur eine Dreierkette, I guess.
Dann das hier. Schub, schub. Ach, sie hat nicht mal Dinges bekommen? Okay. Aber im Kettenangriff sind die noch nicht. Muss man wohl freispielen. Ja, wird auch kommen. Wir kriegen, man sieht auch jetzt immer, dass da Ouroboros Dingens steht gleich beim Ende. Steht da eine 0 immer daneben momentan? Da Ouroboros-Kommando ist 0. Wird noch irgendwann kommen. Es wird aber auch generell noch viel im Kampf kommen, was wir noch nicht haben. Ist immer so bei X-Invasion-Spielen. Nice. Alle Level 30. Leute, es wird Zeit. Wir rüsten alle mit 2 Accessoires aus. Schub, 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 schub. Schub, 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 schub.